Liebe Sponsoren, liebe Sponsorinnen, wir sitzen heute hier mit Christian Hommel, unserem sportlichen Leiter, der sich den Fragen, die Sie und ihr uns im Vorfeld habt zukommen lassen, stellen wird. Gerne. War eine schwierige Zeit und ich glaube, der sportliche Leiter war auch nicht immer ganz so im Fokus und das habe ich mir zu Herzen genommen, dass man das vielleicht auch für die neue Saison ein wenig ändert, dass man den Leuten hier und da immer gerne Fragen beantwortet. Und deshalb freue ich mich, heute hier zu sein. Christian, wir befinden uns Mitte Mai, traditionell in einer Phase, in der du sowohl fleißig am Kader für die neue Saison bastelst und gleichzeitig natürlich auch immer noch mitten in der Analyse der vergangenen Saison steckst. Lass uns mit dem letzteren Punkt anfangen. Wahrscheinlich gab es selten so viel zu besprechen wie nach der letzten Saison, oder? Nö, nicht unbedingt. Also eigentlich ist es unabhängig vom Ergebnis. Es gibt nach jeder Saison viel zu besprechen und knallhart analysiert. Nichtsdestotrotz werden wir mit Sicherheit auf weitere Fragen kommen, um dann das auch zu erklären, was wir analysiert haben und was wir zu besprechen haben. Letztlich steht dann 12. Tabellenplatz nach einer Saison, in der man am letzten Spielwochenende noch theoretische Chancen auf die Playoffs hatte, gleichzeitig aber auch erst in der Woche vor besagtem Wochenende überhaupt den Klassenerhalt sicherte. Kann man mit dieser Bilanz zufrieden sein? Ich glaube, Zufriedenheit können wir nicht nur von dem Tabellenplatz abhängig machen. Also man muss das große Ganze sehen. Ich denke, wenn man den Fokus immer darauf legt, in der DEL zu spielen und dafür dann auch im Sommer planen zu können, dann sind wir damit zufrieden. Aber mit Sicherheit das Ergebnis, was dann unterm Strich herauskam, war ein wenig enttäuschend, weil man natürlich auch gesehen hat, wie man dieses Ziel, was man von Anfang an hatte, am Ende leider verpasst hat. Lass uns bei den von dir angesprochenen Gründen noch mal ins Detail gehen, speziell bezüglich der Aspekte, die letztlich eine bessere Platzierung verhindert haben. Da fällt zunächst einmal immer wieder das Zauberwort Konstanz, beziehungsweise eben auch die Abwesenheit von Konstanz innerhalb von Spielen, innerhalb von verschiedenen Saisonphasen. Woran liegt es, dass eine ohne Frage überdurchschnittlich gute Mannschaft es nicht geschafft hat, dieses Potenzial konstant abzurufen? Tja, wenn man dafür ein Patentrezept in der Saison hätte, dann könnte man vieles gleich ändern. Ich denke, wir haben eine sehr gute Mannschaft gehabt, die durch viele Tiefen gegangen ist. Von daher ist Konstanz natürlich auch im positiven wie aber auch im negativen Sinne bei denen bei einer Erklärung. Wir würden sagen, wir waren konstant so weit, dass wir viele Spiele mit einem Torunterschied verloren haben. Das ist ein Punkt. Ich glaube, dass man im großen und ganzen Bild einfach sehen muss, die Jungs sind zusammengekommen am Anfang der Saison, haben sich gefunden recht schnell, haben dann auch performt. Und dann kam die erste Corona-Zeit. Und die war natürlich für viele Spieler erstmal etwas was Neues, Neuland. Wie gehe ich damit um? Auch für Familien. Und wenn man dann bedenkt, dass man nach dieser zwei, drei wöchigen Zeit ohne Eishockey zurückkommt, dann hat man natürlich diese Euphorie, jetzt neu anzugreifen. Nichtsdestotrotz muss man davon sprechen, dass das ganze Team angeschlagen war. Erstmal die Spieler, die kleine Line-Up, die wir hatten, die gespielt hat, die dann am Ende auch nicht bei 100% war in den weiteren Spielen, als wir dann komplett waren. Und dass man natürlich dann auch ohne Siege nicht diesen Schneeballeffekt direkt losschießen kann. In der zweiten Phase, muss man sagen, waren es dann 26 Leute, die wir infiziert hatten. Und wenn man das auch mal wissenschaftlich einfach mal hinterfragt, was mit so einem Menschen passiert, glaube, können wir davon sprechen, dass wir eine sehr, sehr lange Zeit keine Konstanz abrufen konnten, weil wir auch gar nicht im Fluss waren. Ja, ich glaube, wir Menschen, wir leben von Struktur, wir mögen es, wenn wir wissen, was passiert, wie die Abläufe sind. Und das ganze Unplanbare, aber auch für jede Familie mit zweimal Corona, mit Quarantäne, ich glaube, das ist eine Sache, die sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir nehmen das nicht als Ausrede, aber das ist ein großer Teil der Saison. Wir hatten Spieler, die haben einfach 6, 7 Wochen in die Saison nicht gespielt. Nicht gespielt, hatten keine Konstanz, auch im Alltag. Und das ist einfach etwas, was wir natürlich dann auch in der Analyse mit reinnehmen. Und es wurde ja vorhin angesprochen, wenn wir dann immer noch am letzten Spieltag die Möglichkeit haben, in die Playoffs zu kommen, dann kann man nicht von einer miserablen Saison sprechen, sondern man kann von einer Saison sprechen, wo wir es wirklich
am Ende verpasst haben, wo Corona dann nicht mehr auf dem Tableau war. Da muss man einfach sagen, da haben wir es verpasst, in 4, 5 Spielen die nötigen 3, 4 Punkte zu holen, um uns dann in die Top 10 zu schießen. Und das ist mit Sicherheit auch, wie gerade erwähnt, ist es ein wenig enttäuschend. Wie bewertest du denn jetzt rückblickend mit ein bisschen Abstand die Phase, die Ende November begann? Du hast es ja gerade schon angesprochen, nachdem wir dann nach der Corona-Pause wieder voll in den Spielbetrieb zurückgekehrt sind und sich dann über fast den gesamten Dezember hingezogen hat, wo wir dann letztendlich voll in den Abstiegskampf reingerutscht sind und wo eben auch Mängel eindeutig erkennbar waren auf dem Eis, vielleicht auch neben dem Eis. Was würdest du natürlich auch unter Berücksichtigung der Gesamtsituation da als Mängel ausmachen? Ja, ich glaube, neben dem Eis hatten wir keine großen Mängel. Das Team stand zusammen, die haben sich da durch diese Pandemie durchgekämpft, die haben auch diese Niederlagen so genommen, wie sie gekommen sind, ohne da in ein noch tieferes Loch zu fallen. Und das war ja dann auch am Ende der ausschlaggebende Punkt, dass wir mal auch die Möglichkeiten hatten. Also da können wir davon ausgehen, dass da alles perfekt gepasst hat. Nur wie in der etwas erweiterten Analyse in der Pressekonferenz schon erwähnt, wir haben es einfach nicht geschafft, dass man über eine längere Strecke, dass alle Sektoren, Torwart, Verteidiger, Stürmer, öfters zusammen einfach dann auch diesen 60 Minuten Auftritt haben. Ja, mal haben wir viele Tore geschossen, mal haben wir weniger geschossen, mal hatten wir eine Weltklasse-Performance vom Torhüter, mal hatten wir vielleicht eine durchschnittliche, was aber auch einem Torhüter zusprechen muss. Und manchmal waren wir in der Verteidigung auch instabil und manchmal waren wir da auch Weltklasse. Das heißt, das Ganze, das war im Endeffekt eine komplette Rollercoaster-Fahrt, ja, für uns. Und das war am Ende dann auch ausschlaggebend, dass wir unser Ziel nicht erreicht haben. Ja, und das ist ja das, was du angesprochen hast, diese Konstanz. Und das ist ja das, was andere Teams einfach auch übers Jahr gezeigt haben. Jetzt zu einer Thematik, die nach wie vor sowohl in Fan- als auch in Sponsorenkreisen viele beschäftigt. Der Trainerwechsel Anfang des Jahres 2022, kam der zu spät rückblickend, beziehungsweise war diese Position überhaupt der Kern des Problems? Immerhin hatten wir davor 2 Auswärtsspiele hintereinander gewonnen. Und da kann man die Freistellung dann sicherlich nicht nur mit der plötzlichen Verfügbarkeit eines neuen Coaches begründen. Gut, das ist ein langer Prozess. Das entscheiden wir nicht einfach über Nacht. Jetzt entlassen wir mal jemanden. Und ich glaube, es wäre auch würde dem nicht gerecht werden, wenn wir jetzt den Sündenbock in Brad Tepper suchen würden. Ich möchte da auch nicht zu lange drüber sprechen, weil das ist die Vergangenheit. Letztendlich mussten wir ein Zeichen setzen, weil die Tendenz und die Kurve richtete sich nach unten. Trotz dieser 2 Siege haben wir gesehen, dass wir einfach keine Kompaktheit mehr aufs Eis gebracht haben, dass die Füße nicht mehr so liefen, wie wir es uns haben vorgestellt. Und da musste einfach dann eine Reaktion her. Und leider Gottes ist es ja oftmals so, dass man entweder an den Spieler dran geht oder an den Trainer. Und mit Sicherheit muss man sich auch dann immer hinterfragen, auch schon in der Saison, und das ist, was wir tun. Welche Spieler haben wir verpflichtet und warum funktioniert der eine oder andere gerade nicht so? Aber nochmal, diese Pandemie, wenn wir Nick Schilke als Beispiel nehmen, der in den ersten 15 Spielen ein Top-Performer war, ist nach seiner Infektion gar nicht mehr in Tritt gekommen. Wenn man dann sieht, dass Foucault seit Dezember nicht gespielt hat, dass vielleicht auch ein Luke Adam nicht das gebracht hat, was wir uns erhofft haben als Grenier-Ersatz, immer noch 30 Punkte gemacht, aber trotzdem nicht diesen Punch gehabt. Da sprechen wir von 3 ausländischen Stürmern, die uns über einen größeren Zeitraum gefehlt haben. Und das tut den Isan Roosters weh. Und das ist auch eine Erklärung und ein Puzzleteil in der Analyse, warum wir unser Ziel nicht erreicht haben. Erkennst du rückblickend Fehler in deiner Entscheidungsfindung, beziehungsweise was würdest du rückblickend anders machen? Es gibt immer einiges, was man anders machen würde. Und das ist ja immer diese hätte Fahrradkette, hätte wenn, aber und hast du nicht gesehen. Grundlegendlich ist ja diese Analyse nicht nur über die Mannschaft, über Trainer, sondern auch hinterfragen wir uns, die da Sachen zusammen entscheiden. Ich glaube, was ich gelernt habe, ist, dass man, wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann sollte man sich davon nicht abdrängen lassen, sondern sollte dann wirklich seine Entscheidung selber durchboxen. Und da war durch diese Zusammenarbeit, die ich auch mit Brett hatte, habe ich mich geärgert, dass man da vielleicht eine Entscheidung getroffen hat, die nicht ganz so
ja, die nicht ganz so funktioniert hat, wie man sich erhofft hat. Zum Zweiten weiß ich, dass wenn man von 10 Leuten 9-mal gutes Feedback bekommt über einen Spieler, und da haben wir uns speziell über einen sehr, sehr lange erkundigt, und wenn man dann auch da nicht das rausbekommen hat, was man sich erhofft hat, dann weiß man, auch gutes Feedback heißt nicht immer gleich, das wird auch so funktionieren bei dir in der Organisation. Das heißt, es ist halt wieder die Erklärung, man kann tun und machen, was man will, aber man braucht immer auch am Ende ein bisschen Glück. Aber mit Sicherheit kann ich behaupten, ein großer Fehler, den ich gemacht habe, ist dann am Ende, dass wir vielleicht auch unsere Co-Trainer ein wenig zu spät verpflichtet haben. Nichtsdestotrotz bin ich sehr glücklich im Nachgang mit Kurt. Und ich glaube, der Punktedurchschnitt am Ende spricht auch für sich. Und er hat dem Team einen Standard verpasst, diese Anforderungen, die er gestellt hat. Ich glaube, das hat man am Ende auch auf dem Eis gesehen. Es war wieder aggressiveres Eishockey, gerade was Forechecking auch angeht. Ich glaube, auch in der defensiven Zone haben wir ein wenig mehr Stabilität gefunden. Und wenn wir jetzt die entscheidenden Spieler, die wir neu holen, wenn wir uns dadurch einen Tacken besser machen können, denke ich, werden wir von Anfang an eine sehr, sehr gute Möglichkeit haben für uns, um uns auf eine weitere schwere Saison vorzubereiten. Ja, du hast die Überleitung ja gerade selber schon gegeben auf die kommende Saison. Gib uns doch mal einen kleinen oder auch einen etwas größeren Einblick in die Kaderplanung, die ja zum jetzigen Zeitpunkt schon durchaus weit vorangeschritten ist. Wie sind da deine Pläne bezüglich Importstellen, bezüglich einzelner Spieler? Ja, da sind wir ja schon recht weit. Und ich glaube, wenn man bedenkt, dass wir auf der Torhüter-Position sind wir safe, da haben wir ja auch schon früh einen Deckel drauf gemacht. Ich glaube, da können wir auch sehr zufrieden sein mit unseren 4 deutschen Goalies, die wir haben. In der Verteidigung ist ja immer eine Problematik für die Roosters gewesen, da was deutsche Verteidiger angeht. Aber ich glaube, dass wir mit O'Connor und Labrie im Endeffekt 2 sehr gute Ausländer in unseren eigenen Reihen haben. Und mit Ukbikele und Bender mit Sicherheit auch nichts Schlechtes uns an den Salasee geholt haben, wenn man überlegt, dass beide auch immer wieder im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft sind. Und letztendlich im Sturm haben wir jetzt noch eine Center-Position offen, eine Rechtsaußen-Position, jeweils für einen Ausländer, und schauen halt, dass wir auf der deutschen Seite auch noch den einen oder anderen dazu bekommen. Mit Sicherheit ist immer das große Thema, eine Tiefe zu haben, weil wir haben gesehen, dass wenn Corona uns trifft, dann brauchst du natürlich den einen oder anderen Spieler mehr. Ich glaube, das war auch immer ein Credo in Berlin, wenn man jetzt im Nachgang sieht, was für eine Tiefe die gehabt haben. Und dann mit dem Gewinn der Meisterschaft, wo man ihnen nur gratulieren kann. Ja, ich glaube, das war eine Top-Performance auch. Und im Coaching-Staff wissen wir, Kurt ist da, sind wir auf der Suche immer noch nach Assistenztrainern, wo wir aber auch schon in den Gesprächen sehr, sehr weit sind. Und ich denke, dass man dann auch in den nächsten Tagen was vermelden wird. Ebenfalls ein großes Thema in Fan- und Sponsorenkreisen. Im Zuge der Kaderplanung taucht zwangsläufig immer wieder der Name Senna Akolazzi auf. Ihr befindet euch noch in Gesprächen. Wie ist da der Stand der Dinge? Und zusätzlich, Kurt hat oftmals auf seine zweifelsohne vorhandenen Qualitäten verzichtet, als es darum ging, dass in der Schlussphase der Saison ein Ausländer auf der Tribüne Platz nehmen musste. Was waren die Gründe für diese auf den ersten Blick zumindest mal unpopuläre Entscheidung? Und macht es unter diesen Umständen überhaupt Sinn, über eine Weiterverpflichtung nachzudenken? Nun, in unserem Job wird man öfters mal unpopuläre Entscheidungen treffen müssen. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass Christian Hommel auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Senna Akolazzi-Fan ist. Schon alleine von der Spielweise. Nichtsdestotrotz, wenn man sagt, man möchte mit 3 ausländischen Verteidigern in die nächste Saison gehen, und wir waren von Labrie über das ganze Jahr sehr überzeugt. Ich glaube, man hat von ihm wenig Spiele gesehen, wo er komplett abgefallen ist. Und von OC, da brauchen wir gar nicht lange drüber diskutieren, der auch wieder eine Top-Performance hingelegt hat in der abgelaufenen Saison, denke ich, dass es wichtig ist, bevor man diese Entscheidung dann wirklich trifft, mit dieser letzten Position, man muss da ein bisschen weiter ausholen. Jeder sieht, dass in Russland gerade was passiert mit dem Krieg, dass da vielleicht schon der eine oder andere aufs Tableau kommen könnte. Nichtsdestotrotz, wie gerade richtig angesprochen, hat Senna Akolazzi seine Qualitäten. Und ich kann in der Geschichte sagen, dass wir immer noch im sehr, sehr, sehr nahen Austausch sind und dass wir sehr, sehr stark darüber nachdenken, eben nicht doch eine zweite Möglichkeit am Salasee zu geben.
Nochmal zu den Gründen. Da müsstest du den Trainer selber fragen. Auch das ist eine unpopuläre Entscheidung, die man trifft. Ich glaube, mit der Verpflichtung von Freibergs war es einfach so, dass zu dem Zeitpunkt Labrie und McCrea als defensives Pärchen sehr, sehr gut harmoniert haben und auch immer wieder gegen die ersten zwei Reihen unseres Gegners gespielt haben, über 20 Minuten plus. Da war es also schwer reinzukommen. Mit O'Connor dann auch gesetzt, ist es halt nicht einfach, wenn du zwei überzählige Ausländer hast, wobei man Fuchs ja nicht mehr zählt, ist Senna halt einfach dem so ein bisschen, ja, ist, die Neuverpflichtung war ein Teil, warum er dann erstmal nicht gespielt hat, weil man natürlich auch, wenn man einen neuen holt, ihm die Möglichkeit geben möchte. Und er war einfach defensiv am Ende nicht mehr so auf der Höhe, was er auch selber eingesehen hat. Hatte ein sehr, sehr gutes Gespräch mit ihm, der Trainer auch. Er hat auch selber eingesehen, dass er sein defensives Verhalten ein bisschen vernachlässigt hat, weil er natürlich so ein bisschen diesen offensiven Drang hatte. Und das hat er dann auch gezeigt, auch in den Penalty-Schüssen, die er verwandelt hat. Hat man natürlich gesehen, was er für ein Typ ist, was er in der Lage ist, auch offensiv zu leisten. Aber wir haben Senna nicht verpflichtet, um 30, 40 Punkte zu machen, sondern wir wollten diesen starken, konstanten, defensiven Verteidiger haben, der aber seine offensiven Qualitäten hat. Und von daher nochmal zurück, wir sind in Gesprächen und das Thema ist nicht ganz vom Tisch. Du hast jetzt gerade im Speziellen nochmal Tim Bender und Colin Ugbekele angesprochen. Wie kann man derart hochkarätige deutsche Spieler von einem Wechsel nach Iserlohn überzeugen, was ja in der Vergangenheit nicht immer ganz so einfach war? Gut, in der Regel sollten wir uns fragen, was machen wir gut? Und ich glaube, das ist das, was zu erwähnen ist, dass wir in den letzten Jahren trotz des Ergebnisses aus der letzten Saison einen guten Job machen. Ich glaube, die Jungs werden nicht nur meinen Anruf entgegennehmen oder den des Trainers, sondern werden sich da auch natürlich innerhalb der Mannschaft erkundigen, wie einfach Sachen ablaufen bei uns. Ich glaube, das ist ein Teil, dass ein Spieler mittlerweile schon auch sagt, Mensch, bei den Roosters, mit der Fanbase, wenn da der Hase läuft, dann macht das richtig Bock. Und ich glaube, das ist ein großer Teil auch davon. Ja, und von daher sind wir sehr froh, dass wir zwei Spieler an Land ziehen konnten, die jedes Mal auch im erweiterten Kader der Nationalmannschaft sind. Dann lass uns den Blick wirklich nochmal auch konkret auf die kommende Saison legen. Was wollt ihr konkret besser machen nächstes Jahr? Auf der Verbesserung, welche Aspekte liegt der Fokus in der kommenden Saison? Und natürlich kannst du uns abschließend schon ein zumindest grobes Saisonziel nennen, das sich, wie du ja gerade auch selber richtigerweise gesagt hast, vielleicht nicht ausschließlich über den Tabellenplatz definiert. Ich glaube, wichtig ist, dass wir nicht über Plätze sprechen, was Ziele angeht. Ich glaube, es ist kein guter Ratgeber, dass wir, du hast vorhin gesagt, Hochkaräter. Wir sprechen oftmals von Playoffs. Kurt hat etwas ganz Besonderes gesagt und das ist etwas, womit ich mich anfreunden kann, ist immer der Prozess. Ja, wir legen uns ja alle immer selber den Druck auf, wir haben Ansprüche, das ist alles schön und gut. Aber um wirklich eine erfolgreiche Saison spielen zu können, du hast es angesprochen, ist eine Konstanz, aber wie kommen wir dahin? Da müssen einfach viele Sachen zusammenkommen. Und ich glaube, dass man sagt, okay, wir möchten eine sehr, sehr gute Vorbereitung absolvieren, auch immer unabhängig erst einmal von Ergebnissen, sondern diesen internen Prozess anstoßen, dass der Trainer sein System der Mannschaft wirklich nahe bringen kann und dass dann aber auch von der Mannschaft täglich, wöchentlich, monatlich diese Umsetzung kommt. Mit diesen kleinen Justierereien, die man natürlich in der Saison hat. Mal ist jemand verletzt, mal ist jemand gesperrt, dann hast du in der Line-Up-Änderung. Und ich glaube, da muss einfach dann, das ist auch ein Teil, was wir im letzten Jahr dann irgendwann im November, Dezember nicht mehr so gesehen hat, dass wir wirklich sagen, wir wollen peu à peu diesen Prozess und diese Linie muss nach oben gehen. Und ich glaube, das als Ziel zu setzen, wäre vielleicht mal was anderes. Wir wollen einen sehr guten Prozess über 9 Monate haben. Christian, vielen Dank für diesen ausführlichen und intensiven Einblick. Und wir danken natürlich auch Ihnen und euch für die Aufmerksamkeit, wünschen einen angenehmen Sommer und viel Vorfreude auf die neue Saison, zu der wir heute hoffentlich auch beigetragen haben. An der Stelle vielen Dank und bis bald. Nun, abschließend möchte ich mich an Sie wenden, auch nochmal, nicht an dich, Felix, sondern möchte mich nochmal im Namen der Mannschaft, wie aber auch dem Staff und allen drumherum bei Ihnen bedanken. Denn ich glaube, dass es wirtschaftlich für Sie als Sponsor auch nicht immer einfach ist, dass es nicht einfach war. Aber ohne Sie
würden wir auch keine schlagfertige Truppe aufs Eis bekommen. Ebenso möchte ich die Stimmung in der Halle einmal explizit ansprechen. Ich habe auch schon andere Zeiten am Seilersee erlebt. Und auch wenn es oftmals vielleicht gerechtfertigt war, haben wir vielleicht einmal eine wirklich Stimmung gehabt gegen Bietigheim, wo ich sagen muss, das war auch verdient vielleicht. Aber letztendlich muss man auch sagen, dass das Verständnis und dieses Feingefühl ihrerseits als Sponsor, wie aber auch als Fan, dazu beigetragen hat, dass wir diesen Abstiegskampf so meistern konnten, wie wir ihn gemeistert haben, mit der Chance auf die Playoffs am letzten Spieltag. Von daher bedanke ich mich recht herzlich und hoffe auf weitere gute Zusammenarbeit hier im Sauerland. Vielen Dank. Okay.